Nepal, ein Land auf dem Dach der Welt, so könnte man sagen. Das kleine Land liegt im Herzen Asiens. Im Norden grenzt es an China, im Osten, Süden und Westen an Indien. Es ist mit 241 Kilometern Nord-Süd-Ausdehnung ein schmales Land. Zum Vergleich, von Wolgast nach Lübeck sind es 245 Kilometer. Von West nach Ost sind es immerhin 885 Kilometer, was etwa der Entfernung von München nach Kiel entspricht. Bekannt ist Nepal vor allem durch seine Hochgebirgsregion. 8 der insgesamt 14 Berge, die über 8000 Meter hoch sind, liegen wenigstens teilweise in Nepal. So auch der höchste Berg der Welt, der Mount Everest. Religiös betrachtet bekennen sich über 80% der Bevölkerung zum Hinduismus, 9% zum Buddhismus und etwa 4% zum Islam. Nur 1,4% der Einwohner bekannten sich bei der Volkszählung 2011 zu Jesus Christus. Nepal war bis 2006 das einzige Land, in dem der Hinduismus die Staatsreligion bildete. Der Hinduismus zählt mehr als 300 Millionen Gottheiten. Unsere amerikanische Schwesterkirche, die WELS, die evangelisch-lutherische Wisconsin-Synode, betreibt seit vielen Jahren humanitäre Hilfe in Nepal. Dabei bildet die Art der Hilfe eine Brücke, um das Evangelium von Jesus Christus weitersagen zu können. Die Hilfsorganisation unserer Schwesterkirche unterstützt Kliniken, in denen sich Leute um die körperlichen und geistlichen Nöte der Nepalesen kümmern. Hier werden Hilfsmittel genauso verteilt wie christliche Literatur. Oft führt die Arbeit in der Klinik dazu, dass sich kleinere Bibelstudiengruppen bilden. Hier und da sind sogar kleine örtliche Gemeinden dadurch entstanden. In ländlichen Gegenden kümmert sich die Hilfsorganisation darum, Frauen zu kleineren Nähgruppen einzuladen. Bei den Zusammenkünften ergeben sich immer auch Möglichkeiten, das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Im Himalaya, in der Nähe der Grenze zu Tibet, stellt die Hilfsorganisation Texte mit christlichem Inhalt für ältere Schüler bereit. Diese Arbeit öffnet Türen für die eigentliche Missionsarbeit in der Gegend und hilft dabei, künftige Gemeindeleiter und Lehrer für christliche Schulen zu unterweisen. Die Leute in Nepal sind sehr daran interessiert, von dem einzig wahren Gott zu hören. Sie nehmen oft weite Wege in Kauf, um an Workshops teilzunehmen, in denen sie das Evangelium verkündigt bekommen. Manche von ihnen laufen 2 Tage oder reisen mit dem Bus 3 Tage lang, um dann zwischen 3 und 10 Tagen jeweils 8 Stunden etwas von Gott zu lernen und sich darin zu üben, die frohe Botschaft zu Hause weiterzusagen. Diese Arbeit geschieht aktuell in 32 der 75 Bezirke in Nepal. Es ist das Ziel, die missionarische Arbeit in einem der dunkelsten Ecken der Erde auf alle Bezirke in Nepal auszudehnen. Das Licht des Evangeliums soll diesen geistlich finsteren Ort erleuchten und den Menschen eine Zukunft im Himmel eröffnen. Aus der missionarischen Arbeit unserer Schwesterkirche in Nepal durfte bereits eine Kirche hervorgehen. Hier einige Fakten zu dieser jungen lutherischen Kirche. Sie zählt 3600 getaufte einheimische Mitglieder. Es gibt 39 Predigtplätze.
100 einheimische Christen haben das Bibelinstitut absolviert. In Nepal arbeiten 33 Leute hauptamtlich als Verkündiger. Im Theologiestudium bereiten sich 12 Studenten auf ihre Arbeit als Pastoren vor. Sie können den Menschen in einem der ärmsten Länder der Erde helfen, eine glückliche Zukunft zu haben, hier auf Erden, vor allem aber einmal im Himmel. Beten Sie dafür, dass möglichst vielen Menschen in diesem Teil des Himalaya in ihrer körperlichen und geistlichen Not geholfen werden kann. Die humanitäre Arbeit unserer Schwesterkirche, die zugleich eine Brücke für die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus ist, kostet aber auch Geld. Der Synodalrat der Evangelisch-Lutherischen Freikirche hat beschlossen, dass die Weihnachtssammlung Brüder in Not 2017 für diese Arbeit in Nepal bestimmt sein soll. Sie können helfen durch Ihre Weihnachtskollekte in einer der Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Freikirche oder durch eine Überweisung auf das Kirchenkonto mit dem Verwendungszweck Brüder in Not 2017. Gott segne auch in diesem Jahr wieder Geber und Gaben. Amen.